Hallo zurück im Stream. Wir haben jetzt einen Talk zum Thema Mobiltelefone nutzen ohne Google-Account. Der Vortragende Stefan macht das jetzt seit 2013. Ich bin da auch schon selber in dem Bereich ein wenig länger unterwegs, in dem Bereich komplett ohne Google-Account. Welche Vor- und Nachteile hat man? Sagen, welche Herausforderungen? Es wird eine kleine Einleitung vom Vortragenden geben, nur ein paar Hintergrundinformationen. Dann wird der Talk aus technischen Gründen ist leider voraufgezeichnet. Und es gibt aber nach wie vor die Möglichkeit, Fragen einzureichen über die üblichen Wege, entweder über Mastodon oder Twitter mit Hash PW20 oder PW20 online. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit und gibt es auch auf der Streaming-Webseite das Formular, mit dem man eben Fragen auch anonym einreichen kann. Und außerdem wird der Vortragende auch nach dem Vortrag im Pausenraum zur Verfügung stehen, damit interaktiv Fragen gestellt werden können. Ja, ansonsten, wie üblich, danke ich an all die Freiwilligen, die jetzt schon fast 7 Tage oder ja, gut, wenn man den Aufbau und die Vorbereitungen dazu rechnet, eigentlich schon deutlich länger, sehr viel Zeit hier investieren und das Ganze hier möglich machen. Und auch unsere 2 Sponsoren, wo die Nextlayer uns Infrastruktur zur Verfügung stellt, damit wir das Video zu euch bringen können. Und die Arbeiterkammer, die doch noch vorhandenen Ausgaben, damit wir das auch decken können. Und ja, wer möchte, es gibt auch noch auf der Homepage verlinkt die Möglichkeit, wer kann und möchte, zu spenden. Und außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, Merch zu bestellen, vielleicht ein T-Shirt oder einen Hoodie, wem es gefällt, also wer es haben möchte, auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, seine Verbundenheit zu zeigen. Gut. Stefan, bitte, du wolltest noch eine kleine Einleitung, zur Einleitung eine Kleinigkeit sagen. Genau, also zum Talk selber ist eh vollständig im Video. Ich wollte nur erwähnen, unter bastena.eu/pv2020 sind die Folien drin, sollte mittlerweile auch in der Talk-Beschreibung sein. Und in der Online-Version ist eine Zusatzfolie, die sich halt anderen Diensten widmet. So. Und Hintergrundinformation im Web. Ja, da sind ein paar Links drin zu sozialen Medien, die nicht zentralisiert sind. Genau, dann sage ich mal Dankeschön und Video ab. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Beitrag zur Privacy Week, die jetzt dem Ende zugeht. Den Titel No Account, No Features und will einen Überblick darüber bieten, wie man bei der Mobiltelefonie den Forced Login, also dem Vertragsverhältnis mit großen Konzernen, entkommen kann. Da gibt es verschiedene Motivationen. Eines davon sind natürlich Privatsphärebedenken, dass die Woche vermutlich zu Genüge diskutiert wurden. Eine andere Motivation kann bieten, um den Konzernen, die die Software kontrollieren, nicht noch mehr Macht zu bieten, die sie ja auch nutzen, um zum Beispiel Apps aus ihren Stores zu kanten, die sie nicht mögen oder deren Hersteller ihnen nicht ihrer Meinung nach nicht genug Geld gibt oder auch um weitere Leute in ihr Ökosystem zu zwingen,
Wie es zum Beispiel Google macht mit Covid-19-Tests. In den Foliensätzen sind die in den Foliensätzen sind eine Menge Links zur Info. Wenn man da draufklickt, dann sieht man die Quellen der hübschen Bilder und erfährt mehr darüber. Ja, zu meiner Smartphone-Geschichte, damit etwas geklärt ist, woher ich mein Wissen nehme. Ich verwende selber, ich habe selber Android ohne Google sehr lange verwendet. Angefangen hat es mit HTC Wildfire S, das war damals noch die Custom-ROM von HTC und war noch mit Google-Account. Und irgendwann habe ich halt keine Updates mehr bekommen. Und das fand ich schade, weil so hat das Telefon ja gut funktioniert. Hardwaremäßig war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, ich brauche unbedingt mehr Leistung. Aber war halt dann nicht mehr brauchbar. Dann bin ich zu einem gebrauchten Samsung Galaxy S gekommen und habe dann halt immer geschaut, dass ich an Telefone komme, wo ich Custom ROMs drauf spielen kann. Dazu später noch mehr. Aber vorerst zur aktuellen Situation am Smartphone-Markt. Da hat man im Grunde zwei Möglichkeiten. Die eine ist Apple iOS, die andere ist Google Android. Oder halt Huawei Android. So, jetzt zum Vergleich. Apple iOS ist 100% unter Verschluss. Google Android, naja, Android ist Open Source, ein Großteil des Systems, aber gleichzeitig ist sehr viel wichtige Funktionalität gekoppelt an die Google Services und damit halt auch unter Googles Kontrolle. Nun stellt sich die Frage, welche Alternativen hat man? Man kann die Handys ohne Account nutzen, so wie sie ausgeliefert sind mit dieser ROM. Unter Apple iOS ist das etwas einfacher. Man kann aber dann nur die vorinstallierte Software benutzen. Es gibt da anscheinend Wege, über ein Menü dem Handy zu sagen, man sei Softwareentwickler und dann die Software über den Computer aufzuspielen. Darüber weiß ich aber nichts Genaueres. Bei Google Android ist alleine, dass man telefonieren kann, ein hoher Aufwand, ohne sich einzuloggen, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, man schaltet das Handy das erste Mal an, wird aufgefordert, sich bei Google einzuloggen. Man kann das verweigern, aber dann hat man eine Menge Apps, die unbedingt auf die Google Services zugreifen können. Zugreifen wollen und nicht können. Und das Handy dreht erstmal durch. Man muss dann eine Menge Apps deaktivieren, weil deinstallieren geht bei den vorinstallierten Apps nicht und muss sich Ersatz dafür suchen. Teilweise sind da auch so wichtige Funktionen wie Telefonieren oder die Benutzung der Kamera betroffen.
Und man will ja irgendwo die Software herbekommen. Das heißt, man muss sich auch einen alternativen App Store suchen. Dazu später mehr. Vorher zu einer anderen Möglichkeit. Genau, zu den Problemen vorher aber noch, was die bieten. Die Probleme ist halt, selbst wenn man das, die Probleme, die diese Standard-Android-ROMs bieten, ist halt zum einen, dass die Hoheit darüber, welche Software man installieren kann, als erstes mal beim Konzern, der das Betriebssystem zur Verfügung stellt, liegt. Damit einher geht bei beiden eine erzwungene AGB-Einwilligung und was noch dazu kommt, die Standardeinstellungen sind so gut wie immer so, dass man dem Konzern alles mitteilt, was das Handy macht. Wenn man das nicht möchte, muss man sich mit der Software beschäftigen und die Einstellungen umstellen und das ist mitunter auch schon ein hoher Aufwand, bei dem man dann auch nicht weiß, ob dieser Aufwand dann das Ergebnis nachhaltig ist oder ob man das nach jedem Software-Update neu machen muss. Man ist erstens selber erpressbar und auch die Softwareentwickler, wie man an der ersten Folie gesehen hat, sind erpressbar. Sie müssen die Software de facto über den App Store des OS-Herstellers anbieten, um überhaupt eine Chance am Markt zu haben. Und dadurch können die Konzerne auch sehr leicht Konkurrenz ausschließen. So, jetzt stellt sich die Frage nach Alternativen. Die einfachste ist natürlich, man kauft sich oder besorgt sich gebraucht ein altes Mobiltelefon oder halt eines alter Bauart. Das hat den Vorteil, es ist preiswert, ist relativ zuverlässig, hat aber den Nachteil, dass es kaum Funktionen bietet und die Mobilfunkstandards, die unterstützt werden, in der Regel nicht die neuesten sind. Was halt auch mal zu Empfangsproblemen führen kann. Andere Möglichkeiten sind Custom-ROMs und dann gibt es noch völlig andere Systeme, die gar kein Android oder iOS sind. Dazu komme ich dann auch noch. Aber vorher zum Custom-ROMs. Genau, bevor ich fortfahre, was sind Custom-ROMs? Unter Custom-ROMs zählen diese ganzen alternativen Android-Versionen, die es gibt. Und hier sind ein paar Sachen zu beachten. Erstens ist das zur Verfügung stellen Aufwand, dem in der Regel nicht der Hersteller betreibt. Daher hat man die Möglichkeit nicht bei jedem Smartphone. Oft ist das Aufspielen von solchen Systemen mit einem Garantieverlust verbunden. Der Prozess ist oft technisch anspruchsvoll. Und was dazu kommt, oft bleiben dann Softwarefragmente wie Firmware und so als Blobs über, die bleiben halt einfach und altern
altern halt fröhlich vor sich hin am Smartphone. Zum Verständnis, Blobs sind Teile der Software, die als Binärdatei eingebunden werden beim Entwicklungsprozess und nicht unter der Kontrolle des eigentlichen Systemprogrammierers sind. Ja. Zum Thema, welche Custom ROMs gibt es? Da hat man eine gewisse Auswahl. Das sind längst nicht alle. Es ist im jeweils beim Logo verlinkt. Das bekannteste ist wohl Lineage OS, das früher mal CyanogenMod Mod hieß. Ein besonderes ist Replicant, das ist eine Custom ROMs, die 100% freie Software ist, ist aber zugegeben etwas veraltet und funktioniert auch nur bei sehr alten Geräten. Ja, da gibt es eine ziemliche Vielfalt. Ja, und zur Installation. Ja, weiter kann man halt sagen, dazu muss man aber sagen, die Auswahl ist sehr begrenzt, was die Hardware dann betrifft. Und es ist auch nicht so, dass jede Custom ROM sehr breit aufgestellt ist bei der Hardware, sondern man muss dann schon schauen auf der Herstellerseite, welche Geräte unterstützt werden. Es ist zum Teil Spezialwissen notwendig und es gibt wenig Hersteller, die positiv dem eingestellt sind und die das auch fördern. Hier verlinkt sind unten zwei, die mir eben bekannt sind. Mag sein, dass es mehr gibt. So. Es stellt sich weiter die Frage, naja, wenn ich eine Custom ROM installiert habe, wie komme ich dann an Apps, also an neue Software zum Installieren? Eine Möglichkeit, die aber immer, ja, die aber immer dünner wird, wo man eben de facto immer weniger Möglichkeit hat, ist von der Herstellerwebseite zum Downloaden und als sogenanntes APK-File auf das Handy zu spielen und installieren. Der Nachteil ist, dass man da den Android eingebauten Sicherheitsmechanismen nicht verwenden kann. Ja. Eine andere Alternative, also eine andere Möglichkeit sind die sogenannten, oder wie ich sie nenne, Second-Hand-Stores, die eben einen Zugang zu jenen Apps bieten, die auch am Google Play Store vorhanden sind, aber ohne Account. Fragt mich bitte nicht, wie das rechtlich aussieht. Das weiß ich nicht. Verlinkt ist ein so ein Store namens Yalp. Andere Möglichkeit ist App-Sharing. Es gibt Software dafür, die App als APK weiterschicken über Bluetooth und der das dann empfängt, kann das dann auf seinem Handy installieren, benötigt halt jemanden, der diese App bereits hat. Und die meiner Meinung nach sinnvollste Methode sind unabhängige Stores. Da ist aber der einzige, der mir bekannt ist, der F-Druid Store. Der ist aber dafür relativ gut. Er beschränkt sich auf freie Software. Kommt
bietet eine App an und empfiehlt auch, wenn man auf die Seite geht, wird auch empfohlen, die Software über den Store zu installieren, wenn man geht und sagt, ja, genau. Also man kann von dort APKs direkt downloaden. Es wird aber empfohlen, über die F-Droid-App das zu installieren. Und die F-Droid-App bietet die Möglichkeit, die F-Droid-App bietet auch die Möglichkeit, andere Stores einzubinden, die mit dem Protokoll kompatibel sind. Das wird auch genutzt in gewissen Regionen der Erde, wo das Internet nicht so ausgebaut ist. Gibt es zum Beispiel WLAN-Hotspots, die einen F-Droid-Store darstellen. Genau. Nun bieten aber die Kommandos Grenzen. Die eine ist, dass wegen der genannten Binärdateien, die eingebunden werden müssen beim Installationsprozess, oft der Kernel nicht geupdatet werden kann. Das heißt, man hat dann einen alten Kernel oft am Gerät und bekommt den auch nicht aktueller, weil dann Teile der Hardware wie das Mobilfunkmodul nicht mehr funktionieren. Das andere ist halt, dass es auf den Markt kaum Einfluss hat, weil man kauft sich trotzdem jene Geräte, die mit Google Android kommen, und spielt dann seine eigene Software drauf, aber das Geld fließt nach wie vor zu den Vertragspartnern von Google. Das andere ist die Geschichte mit dem Vertrauen. Vertraut man dieser Software? Ich meine, ich sage immer, ich kann zwar vielleicht Lineage OS nicht vertrauen, aber Google misstraue ich aktiv. So gesehen ist das schon ein Fortschritt, aber Google muss sich bemühen, den Rechten zu entsprechen und hat viel zu verlieren, und muss sich auch bemühen, dass sein System einigermaßen als sicher gilt. Ein Custom-ROM-Hersteller kann im Prinzip jeden Prototyp online stellen und schauen, wie er ankommt. Da muss man schon etwas vorsichtig sein. Und man ist halt immer noch zum Teil unter der Kontrolle von Google, weil halt oder vom Hardwarehersteller, weil halt der diese genannten Blobs zur Verfügung stellt, weil Google auch das Sagen hat bei der Android-Entwicklung. Das hat auch Nebeneffekte, die spürbar waren, als Google sein, wie wird's genannt, sein Push-Notification-Service eingeführt hat, als dann eine Menge Apps keine Push-Notifications ohne Google-Services mehr gebracht haben. Also man spürt schon noch die Konsequenzen, auch wenn man vom Konzern einen Schritt weg gemacht hat. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was gibt es sonst noch für Systeme? Ja, hier sind die wenigen mir bekannten und die habe ich eingeteilt so ein bisschen in die
Zielsetzung, das eine sind Systeme, die einen Android-Ersatz darstellen wollen, also die wirklich sagen, okay, Android ist kurzlebig, wir wollen, dass man hergehen kann, das Gerät verwenden kann, nachdem man keinen Android-Support mehr hat und wollen drauf laufen. Und das andere ist Eigenständigkeit, die halt sagen, okay, wir wollen möglichst auf unserer eigenen Hardware laufen und wollen eben auch, dass dort dann Geld hinfließt zu den Herstellern und wollen nicht da kostenlose Arbeit für Monopolisten leisten. Und dazwischen ist irgendwo Ubuntu Ports, die haben halt angefangen, von Canonical entwickelt, wollten auf eigene Hardware kommen und wollen das auch immer noch, unterstützen aber sehr viel Android-Hardware. Und bei den Eigenständigen sind mir bekannt Sailfish OS, was halt eigenständiges System ist, ist das Grundsystem freie Software, aber die grafische Oberfläche, die bei einem Mobilgerät eben sehr wichtig ist, die ist Closed Source. Und es gibt auch Distributionen, die, also normale Linux-Distributionen, die eine Mobilversion anbieten oder wo es Leute gibt, die eine Mobilversion davon gebastelt haben. Eines ist Pure OS, das von der Firma Purisen für ihre Smartphones zur Verfügung gestellt werden. Wenn ihr vorhabt, euch so ein Smartphone zu kaufen, informiert euch vorher ausführlich drüber. Es gibt Leute, die sagen Böses über den Hersteller. Ich will mich darauf nicht so sehr vertiefen. Und dann gibt es die zwei Projekte Mobian und Manjaro ARM. Beide laufen für das ARM PinePhone oder wurden für das PinePhone das erste Mal vorgestellt. Wobei man sagen muss, das PinePhone ist ein Prototyp und die Software ist auch in der Entwicklung, hat seine Ecken. Das ist alles nicht so rosig, also da muss man sich auch Gedanken drüber machen, ob das was für einen ist. Aber es ist ein Start, also möglicherweise in einem Jahr bei der Privacy Week 2021, falls es eine gibt, möglicherweise läuft dort dann jeder zweite mit einem PinePhone rum, wo Mobian drauf ist. Ja. Aber zum tieferen Verständnis, was ist dieses PinePhone? Das ist wirklich ein Projekt, wo der Hersteller sagt, okay, ich stelle die Hardware zur Verfügung, unterstütze bei der Softwareentwicklung, aber ich entwickle die nicht selber, stellt dafür aber keine Hürden, irgendwie selber Software raufzuspielen. Und wenn man da durchscrollt, ist eben das Ziel von dem also möglichst freie Software lauffähig zu bekommen auf dieser Hardware. Genau. Das war's mit der
Aufnahme. Ich weiß noch nicht, wie es dann weitergeht. Vielleicht. Ich werde dann aber vermutlich, es wird dann vermutlich noch ein Gespräch geben mit mir direkt. Danke fürs Ansehen. Ja, willkommen zurück. Der voraufgezeichnete Teil ist vorüber. Wir haben ein paar Fragen oder Anmerkungen bekommen. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Wiederholungen drinnen. Ich habe das kleine Problem, dass ich das Video dass ich leider den Ton zum Video nicht höre aus technischen Gründen. Deswegen kann es auch sein, dass du Teile behandelt hast von dem, was gefragt wird. Also ich habe gesehen, dass du es zumindest grundsätzlich hast. Also dass die eine Anmerkung oder Frage ist zum Thema, du hast den Jalpstor angesprochen. Da ist jetzt die Frage, auch in meiner eigenen Erfahrung, der Jalpstor funktioniert halt leider die meiste Zeit, in letzter Zeit kaum, weil halt der Account regelmäßig gesperrt wird. Hast du da irgendeine Lösung? Weil man grundsätzlich natürlich versucht man irgendwie auf alternative App Stores auszuweichen, aber leider ist da halt auch nicht immer alles so verfügbar, wie man das gerne hätte. Also dieser, weiß ich nicht, Fake-Account von Yalp oder wie sie das technisch machen, ja, da, wenn der nicht funktioniert, dann kann man halt so nicht rein. Ich meine, wenn man einen Google-Account hat und jetzt nicht, und ja, den sowieso verwenden muss, kann man den auch angeben. Kann sein, dass Google das sich anschaut und immer wieder schaut, dass das nicht funktioniert. Aber die Möglichkeit gibt es. Ich habe das selber nicht ausprobiert. Ja, kann sein, dass das auch immer wieder mal flach fällt. Das weiß ich nicht. Ja, das ist leider, also ich habe das, also wie gesagt, im eigenen Account habe ich das noch nie probiert, weil ja, ich habe aus beruflichen Gründen einen Google-Account, aber der war noch nie auf einem Telefon eingerichtet. Da hängt auch noch keine Telefonnummer dahinter, der ist schon ein bisschen älter. Es gibt, ja, es gibt dann hier noch also eine Anmerkung. Ich meine, du hast das teilweise, habe ich gesehen, behandelt, deswegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie viel sich schon wiederholt hat. Deine Meinung zum Pinephone, glaubst du, ist das eine vernünftige Alternative langfristig oder wird das eher ein Nischenprodukt bleiben? Naja, es wird vermutlich ein Nischenprodukt bleiben, weil es halt einfach die Softwareentwickler alle auf die zwei großen Plattformen gehen. Was ich schon glaube, wenn Nvidia da nicht zwischengrätscht, muss ich jetzt auch sagen, weil die haben ja ARM gekauft, sind sie durchaus auf einem guten Weg und ich bin zuversichtlich, dass man so in 2, 3 Monaten, vielleicht wird es auch ein halbes Jahr, das dann vernünftig für Standardanwendungen zumindest nutzen kann. Ich fürchte halt, ähnliche Probleme ergeben sich halt im Prinzip für mehr oder weniger aktuelle andere Projekte in dem Bereich, weil ich meine, es gibt von Prism gibt's was, da habe ich gemischte Dinge gehört über die Hardware. Ich meine, ich hatte ganz historisch einen Neo Freerunner OpenMoko, ist auch schon ein paar Jahre her. Aber das ist halt immer so, also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch immer so ein bisschen eine Frage der Ressourcen ist, wenn man sowas, ist jetzt abgesehen davon, dass es halt immer im Verhältnis relativ teuer ist, sowas in kleinen Mengen zu produzieren, hast du halt immer ein bisschen das Problem, sozusagen, dass es halt auch die Entwicklung sehr schwierig ist, weil es halt sehr aufwendig ist und dann, wenn dann sehr wenige Leute sind, das ist halt immer schwierig, ne? Das ist durchaus der Fall und darum habe ich auch dazu gesagt, man muss sich das schon überlegen,
ob man sich so ein Gerät unter Anführungszeichen antun will, weil man braucht schon ein bisschen Wissen darüber, vor allem im Moment, wo es noch nicht einwandfrei funktioniert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jemals funktionieren wird. Ich habe selber eins zu Hause. Ich meine, das Problem hat man ja leider selbst im Android-Bereich eigentlich schon mit kleineren Produkten. Also ich meine, ich habe hier selber ein Fairphone 2 liegen. Auch da war am Anfang, hat das doch einigermaßen gedauert, bis sie irgendwie grundlegende Bugs draußen hatten aus der Software, die sagen, normalerweise bei einem großen Hersteller, wenn das Samsung gewesen wäre oder so, die müssen das auf jeden Fall schauen, dass sie das vor dem Release, bevor sie das an Kunden schicken, rauskriegen. Ne? Also weil da einfach auch da, selbst da, obwohl das im Verhältnis noch größer ist, halt deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Ja, das ist eben die Krücke und das ist aber, ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil ich meine, wenn ich heute wenn ich bei der Hardware schaue, dass das ein Standardprotokoll unterstützt, dann kann ich auch die Software nehmen, die es halt schon gibt und brauche mich da gar nicht drum kümmern, aber scheinbar ist das im mobilen Bereich einfach nicht machbar, aus irgendwelchen Gründen. Naja, also ich habe mich ein bisschen mit den Leuten unterhalten, auch die zum Beispiel das OpenMoko entwickelt haben und die Nachfolger davon. Und ich habe hier auch ein Pinebook stehen für die Stream-Controller gerade. Und die Erfahrung, die ich einfach auch im Embedded-Bereich gemacht habe, sind zwei Geschichten. Das eine ist, das Zeug ist leider nicht so weit standardisiert wie bei PCs, dass man das einfach 1:1 irgendwo Dinge einfach tauschen kann und das immer gleich tut. Und das andere Problem ist halt oft auch sozusagen, wie lang ist etwas verfügbar sozusagen. Es ist dann teilweise bis zum zwischen dem, wenn sie anfangen und wenn es dann verfügbar ist, hat man dann oft schon wieder das Problem, dass dann schon wieder die Hardware nicht mehr verfügbar ist und dann da gibt es leider ziemliche Probleme. Da gibt es noch eine Frage jetzt, die gerade reingekommen ist, wo ich die Abkürzung nicht hundertprozentig verstehe. Vielleicht kannst du das interpretieren. Warum macht die FOSS-Community nicht einfach PWA? Wobei ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, was mit PWA gemeint ist, muss ich zugeben. Das weiß ich auch nicht genau. Also ich nehme an, dass wer das geschrieben hat, gerade zuhört. Vielleicht, wenn er den ausgeschriebenen Begriff schreibt, dass ich mich auskenne. Ja, das können wir aber auch versuchen, ob wir das nachher jetzt dann noch im Pausenraum machen. Es gibt jetzt hier noch eine Anmerkung, dass der Aurora Store aktuell mit einem anonymen Account funktioniert. Aber auch das ist halt, ich fürchte, nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren ist das halt leider auch immer so ein bisschen eine temporäre Geschichte. Google scheint das nicht besonders zu mögen, dass man da irgendwie über Shared Accounts Dinge downloadet. Wenn sie das wollen würden, dann würden sie die Möglichkeit bieten, privat anonym die Apps runterzuladen, so gesehen. Ja, das... nachdem ich jetzt hier keine Fragen mehr sehe, ich meine, generell ist immer so die Frage, ich meine, ist natürlich immer die Frage, ist es das wert? Und das andere Problem natürlich ist auch, es ist halt auch immer eine Frage, welche Mischformen sozusagen kann man eingehen, weil ich habe halt oft zum Beispiel das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst komplett von Android weg, dann hast du halt wieder das Problem, irgendwelche Apps braucht man dann doch irgendwo. Natürlich gibt es dann wieder Varianten mit Emulation oder so, aber das ist halt dann irgendwie schwierig, weil ich habe zum Beispiel, also ein Beispiel, das bei mir halt gern mal schlagend ist zum Beispiel Signal, weil es halt einfach von den
anonymen und sicheren, also relativ, also nicht anonym, aber von den relativ sicheren Messengern doch einer der verbreiteteren ist, mit dem Problem, dass es an der Telefonnummer hängt, ja. Und da ist halt auch, also selbst da ist halt dann immer so ein bisschen eine Abwägung, ne? Ja, Ja. klar, das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit der Software eben. Ah, okay. Das war jetzt, Sie haben das jetzt nochmal ausgeschrieben, Progressive Web App. Also ich vermute mal, das ist halt dann die Variante, dass man sozusagen das Ganze im Prinzip in den Browser, dass man halt das Zeug im Prinzip Richtung Browser transportiert und nicht mehr lokal native, ne? Das wird auch teilweise gemacht. Man hat dann halt trotzdem noch das Problem, was halt einfach die Krücke ist mit der Hardware-Unterstützung. Ja, das mit den Apps zum Laufen bringen ist nur ein kleines Problem, das nur dann schwierig ist, wenn es keinen Softwareentwickler gibt, der eben Zeit dafür hat. Sondern das ist halt eben das Problem, wo durchwegs alle hängen und was auch das Problem ist mit den Kernels, warum ich, wenn ich einmal ein Lineage OS wo zum Laufen habe, warum nicht gesagt ist, dass ich das dann auch updaten kann und das funktioniert weiter. Ja, das ist auch das ist leider nicht nur bei Mobiltelefonen, sondern generell im Embedded-Bereich ein Problem. Also ich habe das auch bei anderen Embedded-CPUs schon erlebt, dass das mit Kernel-Updates alles etwas schwierig ist, weil Hardwarehersteller teilweise anscheinend nicht verstanden haben, dass es auch in ihrem eigenen Interesse sein kann, Dinge einfach in den Kernel hineinzubekommen und nicht irgendwie selber dann sozusagen einen Spezialkernel für etwas maintainen zu müssen. Weil es ja auch, man, das verschlingt ja auch auf Herstellerseite wieder langfristig Ressourcen. Gut, dann hätte ich vorgeschlagen, wir schauen noch in den Pausenraum, ob dort jemand sozusagen Fragen hat, interaktiv. Ja, gut, Hast dann du den Link? ich habe die Mail offen, ja. Dann Okay. bis gleich im Pausenraum. Bis gleich.